Guten Morgen. Ich kraule hier ein bisschen auf meinem Toast rum. Aber ich muss euch mal was zeigen. Wir haben schon fleißig gebaut. Was denn? Hm? Wo denn hin? Zu dir? In den Mundlämmer. Lamia und ich haben fleißig gebaut. Und zwar hat die ja ihre Duplo-Eisenbahn. Da steht sie. Und Lamia und ich haben hier einen coolen Turm gebaut. Und da spielt sie, die Kleine. Spielt wieder mit den Sylvanian Families da hinten. Und wir haben ja aber vorher zusammen einen Turm gebaut. Und dann kann der Zug. Hat den nicht andersrum gemacht? Den haben wir andersrum gemacht. Nee, andersrum, weil der geht ja mal hier rum. Ja, man kann den auch andersrum fahren lassen. Da, zack. Ist cool, ne? Haben einen ganzen Turm. Mit Fenstern. Da kommt er wieder. Der Kran hier oben drauf. Toilette darf natürlich nicht fehlen für die Mitarbeiter, die da oben arbeiten müssen. Eine Aussichtsplattform hier oben. So. Ja, ne? Da waren wir schon fleißig. Ja, weil ich dir das zeigen wollte. Und was machst du, Lamia? Spielst du? Eine Mischung aus Duplo und Sylvanian Families? Schön. Ja, da kann ja jeder wohnen in dem Haus, ne? Da können ja auch Minnie und Mickey wohnen. Ja, da darf jeder wohnen. Und der Goofy darf da auch wohnen. Wie kam das denn da drauf? Ich weiß. Ich habe da nur weiter wieder abgesetzt. Verhalten wir den Zug mal an jetzt hier. Ich möchte. Ja. Gut. Gut. So, ansonsten warten wir auf Silvester. Ja. Wie viel Uhr fangen wir an? Ach so, heute Oder Abend. Oma. Keine Ahnung, wann die kommen. Vielleicht so gegen 7. Okay, da muss. Das war nur eine Kugel. Ich denke, so gegen 7 werden die kommen. Und dann schmeißen wir den Grill heute Abend an. Ja, gibt's Steaks? Ja. Oh, 2 Kilo brasilianisches Rinderfilet. Oh, lecker. Ah, da freue ich mich auch drauf. Ich auch. Müssen wir noch zerschneiden. Jo. Und dann werden wir die auf dem Grill machen. Den Grill anschmeißen im Winter. Wir grillen quasi ins neue Jahr rein. Das ist Auch gut, ne? hell. Ganz schön hell, das stimmt. Wir Man kann es auch grillen. noch dunkler machen. Ja, brauchst du aber nicht. Wir grillen Steaks ins neue Jahr rein. Das ist auch cool, ne? Weiß ich nicht. Ne? Nee. Um 0 Uhr ist ja das neue Jahr. Ja. Wenn man draußen knallt. Ja. Und dann grillen wir quasi rein. Und in 2 Tagen habe ich Geburtstag. Ja. Nee, in 3 Tagen. In 2 Tage, ne? Nein. Heute noch. Heute, morgen, 3 Tage. Zweimal schlafen. Nur zweimal schlafen, dann wirst du 9. Ja, das ist cool. Wir wollen gar nicht anders sein. Da. Ah! Wir spielen jetzt hier noch ein bisschen weiter und haben vor, noch ein kleines Video zu drehen für Dojo heute im Laufe Ja. des Tages. Das macht auch Spaß. Ja. Und ansonsten, ja. Verbringen wir die Zeit zu Hause, gehen vielleicht zwischendurch mal spazieren oder so. Werden wir sehen. Der Quentin muss ja gleich auch noch eine Runde raus, der war bis jetzt nur im Garten. Aber wir haben ihn noch gar nicht so spät, ne? Was haben wir? 10 Uhr vielleicht Wir haben oder so. 10 Uhr. Ja. Runde mit dem Quentin gehen, spielen, Dojo-Video drehen. Und dann fangen wir irgendwann nachmittags an vorzubereiten. Ja, und ich freue mich auf meine Knallerbsen. Auch Knallerbsen, genau. Also wir böllern nicht viel. Weil wir sowieso nicht so drauf stehen, ne, auf die Böllerei. Die Nachbarn. Ja, die Nachbarn viel. Wir haben so ein paar Knallerbsen, aber Ja. 80 Stück. ja, wir sind jetzt nicht so die Raketen und Böller. Früher habe ich viel geböllert, heute nicht mehr. Ich habe sogar ein bisschen Angst, dass es über die Haare Genau, geht. die Kinder haben ein bisschen Angst und ich bin inzwischen mit meinen halbwegs reifen 34 Jahren einfach ein bisschen zu geizig. Uffela. Um da 50 oder 100 € in die Luft zu böllern. Aber jeder, wie er meint. Gestern, als ich bei meiner Cousine war, hat schon immer geböllert. Ja, die können es nicht abwarten. Ich.
Ich würde auf jeden Fall, ich könnte es sogar morgen erst machen. Was machst du denn? Du hast deine Strumpfhose auf 7:30 da. Zieh die mal richtig hoch. Ja, so. Lamia ist müde, glaube ich, oder? Ja, Lamia ist so ein bisschen kaputt irgendwie, aber schlaucht er auch, ja, ne? Die ganzen Weihnachtstage. Ja. Weihnachtstage und so waren anstrengend. Dann hat sie gestern ja keinen Mittagsschlaf gemacht und dann waren wir noch im waren wir noch im Indoor-Spielplatz, hat war alles anstrengend. So, wie sieht's denn draußen aus? Gucken wir mal da draußen. Ich glaube, es ist alles gefroren. Ich glaube, wir müssen draußen gucken. Guck mal, hier ist das schöne Paris-Foto hier mit. Guck mal, das hier. Mickey Mouse, Wunderhaus. Und mit Spider-Man. Mit Spider-Man. Sieht man gar nicht richtig. So? Sieht man auch nicht. So. Ach, da würde ich gerne noch mal hin. Ich auch. Das war schön. So. Es gibt, glaube ich, sogar ein Disneyland. Das ist das andere. Mit Menschen, wie zum Beispiel Saluda oder Violetta, Little Betty oder so. Ja, in den USA, ne? Das ist Disney World, das ist größer als Disneyland Paris. Ich möchte dahin. Ja, irgendwann mal gucken. Da. So sieht's draußen aus. Sehr düster. Bisschen neblig, unsere Mülltonnen stehen da noch. Da. Oh, ist die Kamera nur unscharf? Ne. Oh Mann. Die Kamera guckt nicht richtig. Ich weiß gar nicht, was sie filmen soll, die Kamera. Da sieht man ein Auto. Ja, Auto, Mülltonnen. Also neblig. Anstrengend. Ja. Malst du jetzt? Ja. Einen großen Kopf. Einen großen Kopf? Ja. Papa, doch nicht mein. Malst mich? Mein Kopf? Das sieht dann ungefähr so aus. Guck. Das bin ich. Oh, oh, oh. Ja. So. Oh, aber ich lache. Das ist meine Nase. Das sind die Zähne. Nein, das ist gar nicht so. Das ist ein Monster. Das ist ein Monster? Bin ich gar nicht? Nein. Das ist ein lieber Monster. Ein liebes Monster. Hat das liebe Monster auch Ohren? Boah, cool. Das sieht auch schön aus, das Monster. Nein. Muss noch einen Hals malen. Ein Hals? Ja, ein Hals. Ja. Super gut. Boah, toll. Was ist das? Sind die Arme? Ja. Und Beine noch. Das sind die Hände. Boah, kannst du schon gut malen mit 2 Jahren, Lamia? Tabaku. Du bist ja eine richtige Künstlerin. Tabaku. Tabaku. Guckt mal, das hat eine 2-Jährige gemalt. Tabaku, Papa. Das bin ich? Ja. Boah. Jetzt darf ich dich mal malen? Ja. Okay. Boah, das ist aber super. Schön, dass wir das auf Video haben. Wie schön du malen kannst. Ja. Du kannst ja besser malen als ich. So. Achtung. Jetzt male ich die Lamia. Halt mal still. So. Wie sieht die Lamia denn aus? Die hat einen hübschen Kopf. Und hübsche Augen. Hübsche Augen? Eine Nase. Ist auf die Nase. Hier. Und einen. Oh. Ne, das kann die Lamia nicht sein. Das ist eher die Mama gewesen. Nein, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. So, also Lamia. Lamia? Hat einen kleinen Kopf. Ja, klar, einen kleinen hübschen Kopf hat die Lamia. Hübsche Augen, eine Nase und lacht immer ganz freundlich. Nein. Warte. Zähne. Jetzt Zähne noch. So. Ganz lange Haare hat die Lamia, ne? Hier die Haare. Ja, so viele Haare hat die Lamia, ne? Ganz lange. Guck mal. Oh, da sind wir. So. Das ist Mamas Haare. Ja, Lamias Haare. So. Hat die Lamia einen Hals und Arme. Hier ist ein Hals. Hier ist ein Hals. Da ist der Hals, ne? Da. Lamia. Und. So. Das ist die Lamia. Und. Jetzt malst du die Joana? Ja. Okay.
Die sind die guten Körner. Ich meine die Mami. Die Mama, okay. Das ist die Mama? Hatte die Augen so weit auseinander? Oh, die Loch ist. Also, die lacht. Bist du sicher, dass das die Mama ist? Ja, die Mama ist. Da freut die sich aber gar nicht, wenn die das Video schneidet. Das sind die Haare? Der Mami. Ja. Der lange Haare. Ja. Sieht wirklich original aus wie Mama. Was ist das denn? Die Arme? Die Arme vom Kopf? Ja. So, schön. Sieht toll aus. Hallo. Ja, das ist richtig. So, hallo. Autsch! Okay, also, ich räume mal mein... So, ich räume mein Zimmer um. Ich habe Mama gefragt. Und ich will nämlich dieses Regal anbringen und ich muss mal kurz das Licht verändern. So. So, ich freue mich so voll, ich weiß auch nicht warum. Und ich werde euch jetzt irgendwie dabei haben, wie ich mein Zimmer aufräume. Ja. Hä? Muss man richtig drauf drücken. Richtig drauf. Nochmal? Ja. Achso, da kommt's runter. Du kannst die Tabletten reinschmeißen. Okay, diese, genau. Und zwei Stück. Nein. Hier, das kannst du da reinschmeißen. Die machst du mal hier. Und kannst du das noch rein. In den hier machst du hier in die Ecke. Okay. Auch gut. Super, Lamia. Eine Uhr. Hallo ihr Hübschen, ich melde mich jetzt auch mal. Ich bin hier wieder fleißig am Schneiden, Schnittmustern schneiden, denn die Joanna kriegt nämlich jetzt von mir eine coole Hose. Lamia, ja. Lamia hat den Pulli übrigens an, den ich genäht habe. Komm mal her, zeig mal den schönen Pullover. Ist der schön? Der passt gut, genau. Und jetzt lachen. Du bist das geborene Model. Passt super gut. Gefällt ihr auch gut. Ich hab den. Ja, das ist ein Faden zum Nähen. Mama, auf welchen Stoff machst du das? Ich wollte es aus einem Schmetterlingsstoff machen, wenn der reicht. Genau. Genau, da ist unten meine Chaos-Ecke. Das ist richtig süß. Ja, aber ich habe das nichts mehr für dich, ne? Ja, aber es ist trotzdem voll süß. Vielleicht als Schlafanzughose oder so. Den finde ich schon ganz schön für dich hier. Und den ist der auch schon wieder. Ja. Ja. Gucken wir mal, ob der reicht. Ansonsten müssen wir nächste Woche gehen. Süß, ne? Anka. Ja. Und dann schreibt immer mehr Anka. Genau. Ja, ich muss jetzt hier noch alles zusammenkleben. Und dann
kann ich schneiden und dann ist das Schnittmuster, das sind meine liebsten Schnittmuster, die nicht so viel, wo man nicht 3000 Seiten hat, die man zusammenkleben muss. Das ist nämlich echt mega nervig. Finde ich. So, aber das ist super einfach. Und Mia, lässt du das bitte sein? Warum? Weil du die Gardine vielleicht kaputt machst? Madame. Warum fragt ihr mich da? Ein ernstes Kind. Übrigens sagen, dass ich das super toll finde, wie viele von euch sich dafür interessiert haben. Nähmaschine, Nähen an sich, da waren so viele Fragen. Ich glaube, ich werde mal so ein extra Nähvideo machen und meine Nähgeschichte mal erzählen. Und ja, ich finde das richtig, hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Also früher habe ich das ja viel öfter gemacht, dass ich beim Nähen immer wieder gefilmt habe. Dann habe ich mir gedacht, das ist bestimmt langweilig, deswegen habe ich das dann lange Zeit nicht mehr gemacht. Das so gefilmt, aber da war, das Interesse war so riesig, es ist super krass. Also freut mich natürlich. Und ja, dass mein Hobby euch nicht langweilt, sondern dass ihr echt großes Interesse zeigt, finde ich richtig cool. Und ich denke mal, ich werde mal so ein extra Video machen, wie gesagt, meine Nähgeschichte oder welche Nähmaschinen sich lohnen für Anfänger und so weiter. Ich werde gucken, ich hoffe, dass ich daran denke. Dass ich euch alle Schnittmuster, die ich letztens gezeigt habe, unten in die Infobox packe. Eins war, glaube ich, kostenlos. Und die anderen habe ich alle gekauft, ganz normal. Die kann man dann per PayPal bezahlen. Dann kriegt ihr einen Download-Link. Und dann könnt ihr das downloaden. Dann müsst ihr das ausdrucken. Dann müsst ihr das zusammenschneiden. Und dann, also zusammen kleben wie ein Puzzle, ausschneiden. Und dann habt ihr euer Schnittmuster, was ihr dann auf den Stoff legt. Ja. Kann ich aber gerne machen. Ich werde gucken, dass ich wirklich daran denke, alles unten zu verlinken. Und ich hatte so viele Schnittmuster, an die hunderte, aber mein Laptop ist ja kaputt gewesen und alle Schnittmuster sind weg. Das heißt, ich muss auch jetzt langsam wieder anfangen. Also ich habe schon wieder einige aufgebaut, Schnittmuster, weil jetzt zu Weihnachten hatten ganz viele Shops so Schnittmuster, teilweise kostenlos, die man sonst eigentlich bezahlen muss, haben die dann kostenlos halt zur Verfügung gestellt und so. Dann habe ich natürlich direkt zugeschlagen immer. Und ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich unten im Video stellen. Ich hoffe sehr, dass der Stoff ausreicht, aber ich glaube schon. Das sieht gut aus. Ich denke, das wird was. Die Kinder sind draußen im Hof, hier im Garten und spielen mit Knallerbsen. Erste Mal für Lamia, dass sie mit Knallerbsen spielt. Voll süß.
Wir haben Spaß. Laden sich kaputt. Putzig. Die hat auch. Die Lamia ist auch eins von so Kindern, die vor nichts Scheu hat und vor nichts Angst hat. Die Jonna war da immer so ein bisschen vorsichtiger alles und hatte vor vielen Sachen so eine gewisse Achtung und Respekt. Lamia ist alles scheißegal. Die macht alles mit. Das ist unglaublich. Die hat Angst vor gar nichts. Das ist zwar schön, aber manchmal auch nicht so schön. Also schon krass. Also die Jonna war da ein bisschen vorsichtiger immer. Und hat immer sich langsam rangetastet. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die, obwohl eigentlich schon, so wie die drauf ist, die hat ja echt Angst vor gar nichts. So, ich muss jetzt hier für mein Schnittmuster was gucken. Denn irgendwas fehlt da ein Stück von irgendwas. Spielen gehst du jetzt? Ja, du auch. Ich komme sofort. Guck, guck. Papa, Mama, Bier. Ich komme gleich. Papa, Papa macht gerade was. Der schneidet ein Video. Video? Ein Video? Papa? Ja? Es kommt davon, wenn ein Kind kein Mittagsschlaf mehr macht. Gestern keins, heute kein. Meine Güte, ne. So. Ich wollte jetzt nur kurz die Hose machen. Und dann bin ich hier fertig. Nämlich. Es geht nämlich schnell. Schnelli, schnelli, schnell. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. So, mein Gott, das war eine Geburt. Hose ist fertig. Yay! Ich film dich doch nicht. Da, hier der Ritz, hier die Naht ist hinten. So. So, jetzt kann ich mein Haargummi rausholen. Ah, jetzt sieht besser aus. Ja, sieht auch. Mein Gott, ist sie gemütlich. Bam, die ist ja cool. Die ist ein bisschen chillig. Die muss unterm Bauchnabel sein. So. Cool. Cool. Zeig mal. Das ist natürlich andere. Zieh mal die Stiefel drauf an. Die schwarzen oder so. Das Oberteil passt jetzt nicht so gut, aber ansonsten. Einfach diese. Zieh erstmal die an, genau. Gucken, wie das aussieht. Ich muss den, glaube ich, noch ummodifizieren. Den Schnitt. Nicht, du darfst ihn nicht nach oben ziehen, dann sieht das doof aus. Der ist extra dafür da. Umso lockerer runter. Was ist der Bauchnabel denn? Hier. Ja, ist okay. So, so muss er sitzen. Lockig, flockig. Die Buchs. Zeig mal. Cool, für zu Hause ist die cool. Ja klar. Die sieht richtig cool aus. Okay. Gut aus, ne? Ja. Pumphose, cool. Ja. Nimmst du mir Hammer? Schön.